Da, da. Da, 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 da. Pam, 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 pam. Ich glaube, du bist heute heiß, ja? Alter, ich bin immer heiß, wenn ich an dich denke. Aha, das erklärt so So. einiges. Okay, Runde geiler Utwin kann starten. Ein geiler Also, sie stehen, Alter, sieht man. Jawohl. Okay, Warte ja, mal, ist es denn die Kein. Möglichkeit? Wir haben noch die alten Völker drin. Ist es denn die Ist es Möglichkeit? denn die Möglichkeit? Du wolltest ja wahrscheinlich Atlanta machen und ich wollte Wikinger, hat man den Plan, ne? Also die Sache ist, wir können, wenn wir erstmal nur gegen eine KI spielen können, kann ich auch mal Wikinger machen. Aber ich bin nicht so gut mit den Wikingern. Also das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache, weißt du? Deshalb. Ja gut, aber solange wir nur gegen das nicht vergessen, eine Titan-KI, es kann sein, dass sie uns trotzdem einfach wegflext. Ja, eben. Deshalb, was nehme ich denn jetzt? Warte mal. Nehme ich Loki? Bergfestungssoldat mit Lebenspunkten. Ich bin mir überlegen, weil ich glaube, ich nehme wieder Loki, aber ich habe eigentlich immer Loki genommen, deswegen würde ich vielleicht auch mal etwas Neues probieren, aber mit Loki bin ich halt zumindest nicht Dann ultra nimm du schlecht. Loki. Dann nimm du Loki. Dann So. nehme ich. Nehme ich. Puh. Das ist das Ganze mit Zwergen und Weiterentwicklung, aber das macht es ja nicht wirklich stärker. Odin ist natürlich Nehme cool, ich dass die halt Odin. Bergfestungssoldaten irgendwann stärker sind, aber Loki ist halt das Coole mit den mythischen Soldaten, die ständig produziert werden von den Hersen. Du brauchst einfach nur Hersen in großer Masse und die rufen alles Dann nimm andere du herbei. Loki. Dann nehme ich Odin. Weil du kennst dich da mit Loki anscheinend ein bisschen besser aus. Genau, und wir machen komplett random unseren Gegner. Jawohl. Ich frage mich ja, wie stark der Bonus von Odin ist auf die Bergfestungseinheiten. Die sollen ja mehr Lebenspunkte haben. Also diese, so die Huskale und diese berittenen Stoßtrupps sind es dann. Es hat die Frage, ob die dann wirklich stark genug sind, dass die es mit anderen Einheiten aufnehmen können. Werde ich vielleicht mal ausprobieren. Wird man Werden wir sehen. schon mal Wenn wir gucken. am Ende voll abgegradet sind, kann man ja mal vergleichen, wie stark die Falls Einheiten wir sich bis zum Ende unterscheiden. kommen. Genau. So, und die KI ist zufällig. Kann also wirklich alles sein. Kann alles sein. Kann auch Chinesen sein, theoretisch. Yay. Okay, ja, gut, ready, leg los. Ach Passt so, alles. du nimmst schon auf. Okay, ich dachte, du musst Ja, noch. das kommt einfach geil fließend rein. Warum kann ich mich selber nicht ready machen? Sie müssen für alle geöffneten Spielfeld. Ach so. Jetzt muss ich keine KI. Ja, so, zack. Hä? Warte, stopp, Also, stopp, stopp, stopp. ne, aber keine. Abbruch? Da steht aber keine KI. Ja, aber hier steht jetzt zufällig so, als ob da jetzt eine KI Ja, drin es ist wäre. halt eine zufällig keine KI. Es ist zufällig keine KI. Ach Mann, muss ich das jetzt. Warte mal, kann ich das nicht hier irgendwo Na, noch bearbeiten? mach mal einfach keine KI zufällig. Ich glaube, das haut schon hin. Ich glaube, Sicher? das wird schon hindern, dass da keine weitere drin ist. Ansonsten können wir immer noch beenden und nochmal neu rein. Okay, gut. Alles klar, dann starten wir jetzt. Na Weißt du, und gut. dann ist es eine KI und auf allem, was draufsteht, so das Banner von dem ist einfach so, ich bin keine KI. Kronos, Poseidon, Spieler, Handicap. Es ist noch eine KI. Das ist so ein Bullshit. Wir müssen neu starten. Das ist noch eine KI. Aber nee, da steht Spieler 4. Ich beobachte mal die Punkte. Ich mache Ja, jetzt sowieso also nichts, wenn, dann 2. starten wir sowieso neu. Einer, zwei. Ich laufe da einfach mal in die Charisma, Richtung, dass wir Fähigkeit, Bescheid Zuversicht. wissen. Dann hat's, ich glaube, der macht nichts, oder? Das ist Ja, einfach nur ein Sache. leerer Spieler, der dann wahrscheinlich steht. Ich meine, es könnte Schlimmeres geben. Ja, ich glaube, da tut sich nichts. Der ist genauso produktiv wie wir. Moment mal, ich kann ja sogar Spion. Na gut, Der auf den. besitzt, der nimmt ja auch bestimmt einen Slot auf der Map ein, also. Das schon, ja. Ich halte das irgendwie für keine gute Idee. Da könntest du recht haben. Ja gut, okay, das ist wahrscheinlich aber wirklich einfach ein Spieler, der nichts tut. Aber gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder raus. Ja, das ist irgendwie dumm von mir gewesen, ich weiß auch nicht. Ja, guck, der hat nämlich auch ein Dorfzentrum und alles, das ist Quatsch. Ja, das steht halt einfach rum. Das ist ja nie Sinn der Sache. Das soll ja frei bleiben im besten Fall. Und es soll ja auch so verteilt. Die extreme KI war ja viel näher an dir dran als an mir. Also das hätte ja auch schon unfair werden können. So, warte, mache ich jetzt direkt für 3 Spieler. Dass ich das aber auch in der Lobby nie ändern konnte, anscheinend, finde ich aber auch komisch. Ach, du musst da wirklich das Spiel grundsätzlich dann für 3 Spieler erstellen. Genau, ich muss Gut. von vornherein sagen, für 3 Spieler An oder der für 4, Stelle okay. wollen wir wirklich nochmal klarstellen, wir spielen jetzt wirklich Age of Mythology gegen Titan-KI, aber wir fangen erstmal gegen eine KI an zum Üben und danach sagen wir, wir trauen uns irgendwann dann 2 Stück ran.
dann haben wir unser Ziel erreicht und können zufrieden das Spiel deinstallieren und den PC aus dem Fenster werfen und haben alles im Leben erreicht. Also beim Spiel installieren bin ich vielleicht noch dabei, beim PC aus dem Fenster werfen, nur wenn du mir den ersetzt. Nur wenn ich ihn auffange. Und das Fenster. Also muss ich mir Fenster und PC ersetzen. Das Mittelmeer. Oh Gott, er ist Hades. Nein. Hades ist natürlich interessant. Ja. Hallo, da hinten ist Schwein. Nein, stimmt, ja, Ochsen kann ich jagen. Ja, stimmt, so war das. Och, die wehren sich sogar. Aua. Oh, da greift man den Ochsen gar nicht an. Also geht's ihm noch gut. Alter, aha. Okay. Hilfe, ich werde unterdrückt. Wer spielt Age of Empires relativ gut? Kurga und Utwin. Wer prescht immer vor und das mit Mut? Kurga und Utwin. Wenn der Sinn nach einer Partie Age of Empires besteht, dann schwingt auch ans Empfängergerät. Kurga und Utwin, Kurga und Utwin, Kurga und Utwin. Alles klar. Die lyrischen Skills meines Chats sind mal wieder ganz sagenhaft. Das ist ein interessanter Zauber, die große Jagd. Das ist wirklich interessant. Also ich lerne jetzt auch mal ein paar Zauber hier von den Wikingern kennen, weil ich die wirklich fast nie spiele. Bruder muss groß jagen, ey. Bei der großen Jagd ist so, dass das einfach, du musst es auf eine Horde Tiere setzen und dann vermehren sich die einfach so im Handumdrehen. Okay. Ja, auch interessant. Das ist einfach so der Aufruf zum Rammeln, einfach nur der übelste. Ja, richtig. Also ploppt einfach noch ein weiteres Tier daneben auf. Ist aber, schmeißt so eine ganze Ladung Pheromone rein. Jetzt ist es wie bei Minecraft so, wenn du einfach so die Tiere fütterst in deinem Gehege da. Ja, stimmt. Ich komme halt überhaupt nicht mit diesem mobilen Ochsenkarren zurecht. Das ist so, das ist für mich unnötiges Micromanagement, was ich machen muss. Na gut, was... Ich meine, wenn du die wirklich nur behandelst wie fahrende Lagerhäuser, ja gut, okay, das sind ja fahrende Lagerhäuser, wenn du so willst, aber ich meine, das Praktische an denen ist halt einfach nur, du musst eben keine Lagerhäuser bauen, sondern du fährst mit denen einfach dorthin, wo du willst. Und ich meine, das ist schon mal praktisch, wenn du einfach nur, also was ich jetzt damit meine, von wegen behandle sie wie fahrende Lagerhäuser, ist, geh mit denen einfach hin und, warte mal, ich muss jetzt noch was, ach stimmt, ich muss ja noch was bauen mit den Ulfsacks. Behandle sie einfach so, als würdest du mit anderen Völkern dann Lager ausbauen. Du sagst, okay, ich mache jetzt einen Ochsenkarren rüber zum Gold, ich mache einen dann zum Holz und dann, statt ein neues aufzubauen, wenn das alte zu weit weg ist, einfach weiterfahren. Also, im Grunde brauchen die sogar weniger Micromanagement, wenn du so die Mentalität drauf einstellst. Gut, wenn der große Meister Utwin das so sagt, dann wird das schon so stimmen. Samfikt. Warte mal, achso, wir haben aber trotzdem einen Zugang zueinander, doch. Echt, das müsste ja Zugänge geben. Ich wollte schon gerade sagen, ist das jetzt eine reine Wassermap? Und hat schon fast gedacht, Menschenskind ist der. Ich wollte erstmal überprüfen, ob es den Wasserabsturzbug von H4 auch hier gibt. Offenbar nicht. Aber anscheinend ja nicht. Puh, Glück gehabt. Ja, mal gucken. Bin gespannt. Hätte ich den Zwerg nicht ausgebildet, hätte ich den Tempel bauen können. Ich glaube, mit den Wikingern sollte man echt nicht so früh. Ich habe erstmal Hugin und Munin als Speereinheiten bekommen. Ach, die, ja, mit Odin kriegst du ja die, schön die... Die Raben, genau. Die Raben an deiner Seite. So. In Ulfsack. Warte mal, wir haben ja hier Fisch, ne? Dann sollte ich vielleicht auf Fisch gehen, das ist bestimmt effizient. Schnauze. Ja. Jau. Da ist ein Speer. Ein Kataskopos. Das finde ich auch Katastrophos. Der Gormseearm. Mein erster Hase. Mal mehr eine. Ja, Bauern bitte. Ochsnekan. Der Knossos wieder. Gegen den wir kämpfen. Da ist er wieder, stimmt. Der will sein Rematch haben. Der will sein Rematch, wollte gerade sagen.
Wie geht's euch beiden? Ach, mir geht's eigentlich echt okay. Also, gerade noch geht's uns gut. Das wird sich in den nächsten 5 Minuten, glaube ich, ändern, aber ansonsten ist alles gut. Ist übrigens die Base von dem, ne? Alles klar. Der hatte auch schon einiges an Kram, hat er dort schon. Obacht, Vorsicht ist geboten. Lieber Herr Ulfsorg, bitte Tempel, danke. Der hat schon 750 Punkte, Alter, der wird uns so fertig machen. Alter, gegen 2 gewinnen wir doch nie. Ich wollte gerade sagen, ich hab dir jetzt gesagt, dass das eine Schnapsidee ist. Ich kam doch gar nicht. Haben wir nicht beide gesagt, dass wir einfach von den KI-Schwierigkeiten hochgehen? Ich glaube, da kam doch niemand direkt also auf die Idee. Also ich wollte erstmal 3 Schwierige vorschlagen, weil wir schon bei 2 Schmierigen waren. Zwei Schmierigen, ja. Der hat Minotauren und Ajax hat er. Ah ja. Alter, ich brauche einfach ewig zum Agent, Mann. So, jetzt. Hier, was mache ich denn jetzt? Erschütterung, Enheria. Ja, die waren eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Die Enheria, ja, die waren, glaube ich, gut. Nehme ich heim da. Grozwe. Das ist jetzt aber ein Problem. Der Seewünsche. Okay. So, ich hoffe mal nahrungstechnisch komme ich damit jetzt hin. Oh Mist, ich habe gar nicht. Ah, Mist. Ich glaube, ich habe immer die Trolle genommen. Die Trolle sind ganz gute Fernkampfeinheiten gewesen, ne? Ja, die waren echt okay. Wie viele Schweine hier noch auf der Karte? Also richtig viele. Ja, ja. Alter, was ist denn da mit den Punkten? Das ist halt gut die Frage. Also für Leute, die sich auskennen, könnt ihr mal schreiben, ob die Edge auf Mythology KI cheatet ab einem gewissen Level. Oder ob das tatsächlich erspielt ist. Obwohl, ich weiß nicht, doppelt so viele Punkte. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch irgendwie... Ich meine, klar also spielen wir nicht optimal, aber das ist ja sehr broken. Ansonsten vielleicht sowas wie eine Titan und eine... Nee, das geht halt nicht. Ach so, du kannst nicht eine. Ach so. Du kannst keine Titanen, eine Schwere machen, das geht leider nicht. Du kannst entweder alles oder gar nichts. Das ist das Problem. Okay. Das ist leicht broken. Ich check mal das, den Seeweg hier ab, ob der hier irgendwie. Dann check mal den Seeweg ab. Mist, die Enriya, die können leider keine Reliquien mitnehmen. Wie schade. Wie der halt bei mir echt schon mit den Minotauren, mit 2 Helden und mit ganz vielen Repliken kommt. Das ist übel. Okay. Da merkst du echt. Und mit Ajax, ne? Also. Ja. Oh Gott, ich hab ein Problem. Hä? Oh Gott sei Dank kann ich einen Dorfbewohner zu einem Ulfsarg machen. Ich hab keine Häuser mehr. Ich wollte einen Ulfsarg ausbilden, aber war ja. Gingen denn nicht mehr, aber zum Glück kann ich die einfach so zu Ulfsargs machen, das ist sehr gut. Baut's mal ein bisschen her. Oh, warte mal, ich gehe mal lieber auf Ajax. Hm? Ach stimmt, der ist immer noch da. Tore. Benjamin, Alter, du lieber Elefant. Wie viele da hat fast alle meine Schweine abgeschlachtet auf dem Weg, sag mal, was geht denn mit dem? Der hat anscheinend Bock. Da hat er echt Bock auf Sau. Also auf Wasser macht er tatsächlich jetzt, so wie es aussieht, nicht so viel. Der ist schon im heroischen Zeitalter, ey. Ja, naja, das wird knackig, denke ich mal. Das können wir gleich mal direkt wieder so rendern. Gleich mal direkt wieder surrender. Man kennt. Alter, da kommt gleich der nächste Angriff. Da hat mir nicht mal eine Sekunde Verschnaufuspausus gelassen, ey. Okay, ja, ich würde mal sagen. Alter, guck dir mal an, was der hier an Truppen noch hat.
Ey, das ist doch. Das kann nicht normal sein. Das ist garantiert ein Gadget. Also, ich wollte jetzt sagen, okay, komm, ich versuche dich zu entlasten, indem ich ihn angreife, aber es bringt halt gar nichts. Ich kann den gar nicht angreifen, weil der so mächtig ist. Ah, ich glaube, dann sind wir schon bei den restlichen Abend beschäftigt, irgendwie die Titanen-KI zu besiegen und danach können wir schauen, dass wir gegen mehrere Schwere machen. Ja. Ich glaube, gegen mehrere Titanen, ich glaube, ohne das irgendwie zu cheesen, geht das, glaube ich, nicht. Wobei... Warte mal, kannst du nie auch Zwerge ausbilden? Ja, kann ich. Beim Goldabbau immer auf die Zwerge nehmen. Ja, ich weiß, aber das allergrößte Problem ist, die kosten halt erstmal 70 Gold und diese, ich muss erstmal das Investment haben dafür, also das ist überhaupt das Gold dafür, dass ich dann die Zwerge machen kann. Ja, also. Alter, das schaffen wir nicht, Mann. Gut, wenn ich. Soll's nochmal. Ich denke mal, gegen einen schaffen wir es, wenn wir uns da halbwegs vorbereiten, aber gegen zwei schaffen wir es nie im Leben. Das ist auf jeden Fall. Das ist ja echt broken, ey. Also sollten wir nochmal neu. Also wenn wir nochmal neu starten, dann weiß ich nochmal, welche. Ey, Hauptsache, jetzt hat er auch schon Schiffe, ey. Alter, was ist denn mit der KI? Ne, ich glaube, um Zeit zu sparen, können wir eigentlich jetzt schon mal gleich neu starten. Ja, und schauen, ja, das können wir mal abbrechen, das wird gar nichts, Mann. Ich glaube, dann setzt du vielleicht doch drei hart mit den anderen. 2300 Punkte, wir haben zusammen 1700, ey. Oh, Mann. Ich möchte jetzt aber mal schauen, wie das auf der Map aussieht. Ja, wie sieht seine Base aus, ja. Hauptsache, der hat auch schon das Tor zur Unterwelt gebaut. Ey, das ist krass. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das normal geht, ohne irgendwelche Cheat-Vorteile zu haben. Da hat er nicht mal eine zweite Siedlung bis jetzt angenommen oder sonst irgendwas. Der pumpt einfach nur, als hätte er unbegrenzte Ressourcen gefühlt. Übel. So viele Dorfbewohner hat er gar nicht. Also der hat nur 6 auf Gold. Alter, die Zeitlinie. Ah, nee, gut, 10 auf Gold hat er. Ganz ehrlich, ich meine, gut, ich habe jetzt nicht. Aber so wie der kann wahrscheinlich auch schneller seine Zivilbevölkerung ausbilden oder so. Irgendwelche Boni bekommt er garantiert. Wenn ich mir die Zeitlinie angucke, das ist leicht broken. Am Anfang ist die Punktzahl noch relativ gleich gewesen. Dann plötzlich ging es hoch wie Sau. Warte mal, Punkt. Ja, okay, das hilft jetzt nicht. Ich brauche jetzt mal sowas wie Dorfbewohner oder so, hätte ich jetzt gerne mal. Zivilsoldaten sind halt wahrscheinlich Dorfbewohner, nehme ich mal ganz genau. Stark an. Am Anfang ist es relativ gleich aus. Dann geht das so hoch. Entweder haben wir zwischenzeitlich immer wieder Idle Time gehabt oder er kann wirklich schneller ausbilden oder sowas. Alter, Militärsoldaten. Ab der 5. Minute ging es ja übel bei dem ab. Na, dann hat er rausgepumpt einfach nur. Ja, gut, schauen wir einfach das probieren wir einfach gleich nochmal. Das kriegen wir. Ich bin ja mittlerweile auch wieder ein kleines bisschen klüger geworden mit der Runde. Zumindest weiß ich, dass ich viel früher wahrscheinlich wirklich drauf gehe. Ich brauche gar nicht zu versuchen, mit Truppenwettrüsten mitzuhalten. Ich glaube, wir gehen schnell dahin, auch die Türme aufzuwerten, gleich um den ersten Angriff damit effektiver aufzuwerten. Abzuwehren. Und dann eventuell. Schauen wir mal. Also, du meinst jetzt, wir sollen jetzt unsere Main-Völker nehmen, oder wie? Ja gut, ich würde bei den Wikingern bleiben. Ich meine, mein Main-Volk wäre wahrscheinlich eher die Griechen, weil die am klassischsten sind. Mit denen würde ich wohl am ehesten umgehen können, aber ich würde es zumindest jetzt gegen die eine, hier, Gedönskirchens, gegen die Titanen-KI zumindest mit den Wikingern noch weiter versuchen. Und vielleicht gehe ich da dann auf die Griechen zurück, wenn es darum geht, gegen drei Schwere oder sowas zu machen. Also ich würde jetzt schon mal zurückgehen, weil ich komme... Ja, du kannst jetzt schon zu den Atlantern gehen, das passt. Meinte ich ja. Ja, okay. Hi an alle, die jetzt neu im Chat sind. Wodan, Union, Tassido und hey, Dilp. Danke für dein Follow übrigens. Moin, moin. Spielt er eigentlich auch mal ranked in Age of Empires 2? Ich glaube, das ist nichts für uns Ranked in Age 2. Nee. Ich meine, es ist ganz ehrlich, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass wir so ein Projekt machen würden. Und stell mal vor, wir machen sowas und das geht über 100 Folgen lang. Das wäre total bescheuert. Alter, nee. Quatsch, das guckt sich ja keiner an. Ja, also, das macht keiner mit. Bullshit, ey. Werner, das war nur ein Späßchen, ne? Okay. Ja, du Loki, ich Kronos gegen zufällig. Bist du ready? Runde 2? Ich bin ready. Runde 2. Gucken wir mal. Kann nur besser werden von hier aus. Und pass auf, die KI stellt immer einen neuen Rekord auf, wie schnell sie uns noch wegstormt, ne? Savanne, Uranus, oh Gott. Uranus, Alter.
Ja. Wie war denn das? Ich hatte mal so eine Rush-Taktik mit den Atlanta und ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Alter, wie besoffen schießen die? Aua, aua, aua. Beschütze mich, Dorfzentrum. Okay, scheint zu funktionieren. Alles gut. Boah, wie war das denn noch? Ich glaube, alles auf Nahrung erstmal und ein Haus. Zumindest glaube ich das auch. Aber ich glaube, bei Age of Mythology ist es wahrscheinlich sogar sinnvoll, ein bisschen früher auch auf Gold zu gehen. Aber je nach... Es ist auch wieder völlig unterschiedlich. Nee, ich hatte mal so mit den mit Kronos, hatte ich mal so eine Rush-Taktik gegen dich probiert. Da hatten wir unsere Duellzeit gehabt. Mhm. Und da gab es eine ganz bestimmte Order, wie man die Dorfbewohner nutzen musste und die Gebäude bauen musste und so. Okay. Ich glaube, es war mit den ersten vier Bürgern, die haben Nahrung gemacht und einer hat ein Haus gebaut. Und da musste man mit so einem Orakel direkt spähen gehen und die Gebäude abbauen und so ein Shit. Also dekonstruieren und aufbauen und so. Tempel dekonstruieren. Ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Mit dem schönen... Mit der polnischen Strategie, ey. Einfach der Tempel von deinem Arsch weggeklaut, ey. Das ist unglaublich. Genau, und ich habe meinen Tempel dann auch dekonstruiert und den bei dir wieder aufgebaut mit derselben Taktik. Das war witzig. Ach, was haben wir gelacht? Einen Spaß habe ich gehabt. Einen Spaß hatte ich gehabt. Ja? Das war schön. Da sind Hühnchen. Nice. Bock. Bock. Ja, Uranus. Ich habe echt keine Ahnung, was den stark macht oder so, ne? Kann ich gar nicht so viel sagen. Ist nur Vermutung. Basiert alles auf Hörensagen. Mhm. Da sagst du was. Ich hab da letztens so eine Uranus Creepypasta gelesen. Da mache ich mal meine Bildorder. Jetzt echt? Nein. Vor allem ich ja sowieso nicht. Weil ich gerade nicht Uranus bin. Okay. Wollte ich nicht, ja, Abwehrturm früher, dann dementsprechend noch hohe Tokio, die Sichtweite von Infanterie. Scheiße. Der war schneller mit dem Agent, als dass ich ihm seinen komischen Kram da dekonstruiert hab, Mist. Gleich mal GG eintippen, ne? Ist echt so. GG eintippen. Als ob ich mir die Mühe mache, das gegen eine KI einzutippen. Das ist doch reine Förmlichkeit. Also du solltest, glaube ich, zusehen, dass du schnell das Dorfzentrum zu deiner Frontbase machst und ich das hier. Aha, und dass wir den halt möglichst schnell irgendwie versuchen, da in Schach zu halten. Ja gut, möglichst schnell Dorfzentrum eine, wenn wir bis dahin überhaupt leben. Also das ist schon wirklich Midgame-Strategie. Bisschen Zuversicht, Ludwig, ne? Oh nee. So, Droll. Wie drollig. Mit der Nahrung geht es jetzt ein bisschen bergab hier, muss ich sagen. Ist gar nicht mehr so viel. Na gut, dadurch, dass ich seinen Tempel abgebaut habe, habe ich, glaube ich, ein bisschen Zeit für uns rausgeholt. Das ist ja schon mal was. Ja. Ja? So ein paar Jäden hier mit am Rumlachen, ey. So, dann. Ja, lach mich halt aus. Kacke, ne, ey. Wo ist denn die überhaupt? Nicht mal abknallen kann man das Ding. Tilbuin? Ja. Oh, da ist schon wieder auf den Ochsenkarren. Was tut er euch immer? Ja. Warte mal, was wird der denn mit Uranus für Truppen machen? Der hat seine Türme schon geupgradet, by the way. Okay, stimmt, das will ich dann auch gleich machen, sobald es losgeht, dass ich schon mal eine grundsätzliche Defensive habe. Das so früh wie möglich zu machen, könnt ihr echt Leben retten. Vor allem das eigene. Das eigene, ja, so richtig. Ich wollte gerade sagen, der kommt schon mit einem Ulfsarg, aber das. Ja.
Nevermind. Alter, der Typ ist so schnell. Der hat sogar schon einen Völkerwechsel durchgeführt, ey. Fuck. Das sind so wie eine H3. Hat schon eine Revolution gemacht, ey. Shit. Revolution, ja. Jetzt mit Prometern hier erkunden auf der Map. Nahrungstechnisch habe ich ein paar Problemchen, muss ich sagen. Wochen aus, ey. Das wird ziemlich doof mit der Nahrung hier. Nahrung. Brauchst du da hinten ein Haus? Ich brauche einfach eins und ich nur Ulf sagt, es können bei mir bauen und das ist der einzige, den ich gerade habe. Ich dachte so, willst du jetzt eine Backward Base bauen irgendwie oder whatever? Nein, das ist überhaupt nicht der Plan. War ja, nie. Hätte ich gefeiert. Das sind diese Kacke. Die Momillos, die sind halt stark gegen Kavallerie, aber wenn der keine Kavallerie macht, nützen die mir herzlich wenig. So, Türme werden direkt mal geupgradet hier. Schön Dorfbewohner raushauen. Oh, der direkt dort noch ein Haus. No. Wenn schon, dann schon. Oh, bereit oder nicht? Jetzt komme ich! Oh scheiße, der greift an. Gut, dass meine Türme gerade noch geupgradet wurden. Hat er gerade was gesagt von wegen bereit oder nicht? Jetzt komme ich. Ja, der hat mir das als Botschaft links oben geschickt. Bereit oder nicht? Jetzt komme ich. Ja, geil. So langsam muss ich sagen. Ah, warte mal, wenn man die Orakeln zu Helden upgradet, genau, dann können die doch Reliquien tragen. Ja. Geil, Alter. Irgendeine Reliquie hier geborgen jetzt, nice. Flugsoldaten. Mal schauen, was das für eine Reliquie ist. Ich habe gefunden, 3 hilfreiche Affen kriege ich durch die Reliquie. Okay, warum nicht? Ich nehme jeden Soldaten, der jetzt kämpfen kann. Ja. Ach, die gut leitenden Affen sollen. Ich will an diesen blöden Affen denken, der die AK mit der AK rumballert. Ja. Drei Affen materialisieren bei ihrem Tempel, werden immer wieder neu erschaffen. Das ist schon was. Wo sind die denn? Ich sehe die aber gerade nie. Die Affen. Drei Affenmaterial sind bei ihrem Tempel. Aber wo denn? Ich sehe die gar nicht. Okay, das ist irgendwie fake. Fake News. Fake Ape. Ich fühle mich echt verarscht. Das ist kein Scheiß. Also bis jetzt kam der bei mir tatsächlich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, also bis jetzt kam er später als letztes Mal. Das ist seltsam. Oh, jetzt. Ach. Okay, der hat hier oben Truppen. Der hat da oben ein Orakel getötet. Ich weiß nicht genau, was der hat, aber der hat dort auf jeden Fall Truppen. Okay. Ah, jetzt sind die Affen am Start. Sehr gut. Also, ich habe jetzt auch schon eine kleine Verteidigungstruppe hier. Gucken wir mal. Ich komme auch mit hoch mit dem, was ich gerade so habe. Ach, Siedlungen erzeugen Gunst bei den Atlantern, stimmt. Haben eigentlich die Schmiede-Upgrades auch die Ersen verbessert? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, das Helden waren eigentlich nicht. Das waren nur für reguläre Soldaten und die sind ja Helden. Konterbogenschützen, Konterkavallerie. Geschwindigkeit und Lebenspunkte. Konterinfanterie. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass du die Truppen jetzt bei mir hast, weil ich... Das ist halt eine gute Frage, weil normalerweise beißt sich die KI komplett auf einen ein. Ja, okay, warte, hier sind jetzt, wir sind jetzt nur Orak... Oh, da ist er. Boah, Junge! Einfach übelst... Aber das ist Anti-Kaff, die Momillos sind Anti-Kaff, also eigentlich dürfte der jetzt nicht so viel gegen mich machen können, ja. Glaub ich mal. Was auch. Ist denn mit meinem... Siehst du das bei mir, dieser ja, eine Prometer, der liegt so am Boden, ne? Der hat ein bisschen Spaß, ey. Der hat einfach einen epileptischen Anfall, liegt so am Boden. Nee, das, die Sache ist, sein Modell hat sich gedreht. Der ist auf 180 Grad statt. Ja, Mann. Das ist geil, Mann. Der ist ja mega. 180 um 90 Grad quasi. Einfach einmal. Oh, ich brauch deine Hilfe. Ganz dringend. Oh, da hinten. Oh, shit.
Alter, wie viele Murmillos? Alter, alle. Wie viele Murmillos? Alle. Junge, Alter. Ich glaube, der Prometer hat die Druckwelle echt nicht gut überstanden. Naja, da ist ein bisschen Schädeltrauma geblieben, glaube ich. Also keine Kaff machen, ne? Also diese Murmillos und diese Katapelte, das sind alles Anti-Kaff. Hatte ich zum Glück eh nicht vor. Kriege ich jetzt endlich mal extra Viechzeug, bitte. Ich glaube, die sind jetzt echt gar nicht so schlecht. Die sind schon geupgradet, ne? Die haben schon Rüstung und so ein Shit. Geil. Ja, total geil, feier ich richtig. Okay, abgewehrt, sehr gut, vielen Dank. Bitteschön. Ja, jetzt natürlich echt sein, dass er sich auf mich einschießt komplett. Ja, für normal, ich hab gesehen, dass die KI, wenn sie sich mal angeschossen hat, das braucht ewig, bis die sich mal ummodelt wieder. Also sie würde ich jetzt eine Sammelzeit angreifen. Ich muss jetzt nur Prometer und diese Ballistendinger machen, weil die sind Anti-Infanterie. Also das wäre jetzt so das, was mir am besten hilft, glaube ich. Womit ich dir auch schon mal helfen kann, auf jeden Fall. Ich mach's mal mitten in deine Base rein. Oh, oh, oi, guck mal da, Digga. Der Prometer ist im horizontalen Gewerbe auf jeden Fall. Ja. Pass auf, jetzt greift er dich mit voller Kraft an und du hättest diesen Brunnen besser. Oh, 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 guck mal hier. Der hat eine Pflanze gesehen und ist gleich mal abgebogen. Ich glaube, das ist ein Veganer. Ich glaube, der konnte sich jetzt auch irgendwie nicht entscheiden, wo der jetzt hingehen will. Na, da ich dachte jetzt kurz, dass er bei dir abbiegt. Also diese Quelle da, die ist echt gut. Ich mach mal von hinten diese Balliste und die Bogenschützen weg. Ja, mach mal. Jawohl, jetzt werden meine Leute beschworen endlich. Darauf habe ich gewartet. Ah, ich merke auch gerade. Ich glaube, das Bevölkerungslimit limitiert mich da gerade ein bisschen. Boah, die sind schon knackig, ey, muss ich sagen. Aber ich habe keine Anti-Infanterie, das ist das Problem. Außer diese komischen Ballistendinger. Und das war schmerzhaft, der hat eigentlich meine komplette Truppe zerschlagen. So, ja. Okay, ich habe da zwei Troller am Start, das ist schon mal was. Sehr gut. Waffenkammer habe ich noch nicht, okay. Jau. Mann, ich brauche jetzt noch 300 Gold, um ins nächste Zeitalter zu gehen. Habe ich irgendeine schnelle Speereinheit oder so? Okay. Komm schon. Tschüss. 150 Gold noch bitte. Dann kann ich endlich mal Bogenschützen machen. Die wären auch ganz gut gegen den. Ja, ich glaube, das könnte ganz gut helfen. So einen einfachen random Turm bauen? Das kostet 100 Gold, das kann ich mir gerade nicht leisten. Mist. Ah, ich kann gerade nichts machen, was Gold kostet. Das ist schlecht. Okay, jetzt nächste Zeit, Alter. Was mache ich? Behemoth oder Satyr? Oh, da kommt er wieder, da kommt er. Aber immer so von der rechten Flanke greift er immer. Irgendwie schon. Das ist immer so ein bisschen drin. Ich hab nur dabei. Treppsicherer gegen bewegliche Ziele, das mach ich mal für die Türme. Ich schau mal eben. 9, aber ich glaube, die werden mit dem Zeitalter einfach besser, nicht durch die Upgrades, aber ich schau mal eben. Oh oh. Der überrennt mich gleich, Wolfgang. Ich komm gleich nochmal mit Verstärkung. Er hat selber von diesen Chiroballisten noch welche, Mist. Vielleicht lohnt sich das da. Ich baue da, glaube ich, noch einen Turm hin. Der hat da irgend so. Ach, da hat er schon die Arkus-Dinger da. Ach doch, das. Ja, doch, das wirkt, das wirkt, das wirkt. Okay, interessant. Dann machen wir das mal.
Ach du Scheiße, kommt direkt der nächste Angriff! Ach du Scheiße. Ja, oh. Damn, Boy. Jetzt muss ich selber Arkusse ausbilden, komm schon. Die Dinger upgraden, komm schon. Jawoll. Wenn schneller ausgebildet, das geht gut. Boah, ey. Oh, das ist wieder so eine komische Flugeinheit, die ich nie erwische wahrscheinlich. Oh, Mann. Okay, das kriegt man noch aktuell hin. Das ist schon ein ordentlicher Druck, den er hier macht. Nackig, schmackofatzig. Das hier Rea verleiht ihren Bogenschützen mehr Widerstandskraft. Oh, da hat er eine Himmelspforte. Ich zerstöre die mal. Zerstört die Pforte. Wann brauche ich jetzt mal noch ein Dorfzentrum? Ich brauche so wirklich Gold so langsam. So, dann da baut mal ab. Oh nein, da kommt die nächste Armee raus. Ich brauche deine Hilfe. Jojo, bin so gut wie da. Und da. Der Turm muss da gebaut werden. Ich halte die mal ab da. Los, Sau, mach sie fertig. Jawohl, da kommt noch mehr Trolle. Die werden jetzt auch gleich noch weiterentwickelt. Was ist die für eine Einheit stark gegen Bogenschützen? Ja. Na, hat er ja nicht, der hat ja nur Anti-Infanterie da. Anti-Kaff hat er da ja am Start. So, der Turm steht schon mal. Aber ich könnte jetzt mit ein bisschen mehr Gold könnte ich eine Festung bauen, geil. Machen wir auch die Pforte gleich noch weg. Ja, das wäre gut. Wir müssen einfach nur widerstandsfähiger sein, dass sie nicht länger beschwören können. Der Schaden müssen die Hersen nicht mehr unbedingt machen. Okay, sehr gut, das Ding ist hinüber. Das wird ein bisschen mehr Zeit bringen. Jetzt werden wir noch ein Dorfzentrum hier hinhauen. Der hat nur ein Dorfzentrum bis jetzt. Wenn ich jetzt ein zweites baue, bin ich vielleicht dann im Vorteil. So, ich gehe jetzt schön auf Arkus und diese Anti-Infanterie. Okay. Oh, er ist jetzt schon mythisch. Hui. Er ist mythisch, das ist schlecht. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, gut, ja, ich werde noch ein bisschen länger brauchen. Jawohl. Ich kann es ein bisschen boosten. Okay, das hat schon mal geholfen. Jetzt brauche ich bloß noch Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Utwin wird immer stattlicher. Oh, da kommt die nächste Armee. Jo. Da greift deine Bergfestung. Ja, genau dort, wo ich die Bergfestung halt bauen will, aber könnte schlimmer ausgeben. Könnte aber auch besser sein. Genau. Das greift jetzt auch deine Laufbohnen erstmal. Ah, das ist echt, das nervt so hart, weil die so teuer sind, Mann. Oh, das ist bitter, ey, weil die teuer sind, Mann. Das wirft mich schon zurück. Und er hält mich richtig klein, das nervt. Ja, das ist das eine Mal, wo ich auch Ägypter gespielt habe, wo die ganze Zeit nur geschaut haben, dass ich bloß zu nichts komme. Das ist Wahnsinn. So, ich glaube, ich baue eine Mauer. Also ich konzentriere mich wirklich voll aufs Verteidigen und baue da jetzt eine Mauer hin, weil diese ganzen Angriffe, die werden mich auf kurz oder lang so aus dem Game nehmen. Ist okay. Ja, und so weit hin, ja. Okay, Bergfestung steht jetzt auch. Das hört sich gut an. Bogenschützen, interessant.
Ah, da hat er die nächste Himmelspforte. Der Schäbige. Mythische Soldaten, jawohl, auf jeden Fall. Oh, da kommt die nächste Streitmacht raus. Oh. Damn, Alter, es nervt so hart, gegen den zu kämpfen. Ich will doch gleich mal ein bisschen. Er überrennt mich einfach insane. Heka-Giganten. Ulla. Ja, ich habe einen von den Heka-Giganten gerade mal bekehrt. Okay. Schauen wir, dass ich dann hoffentlich bald dazu komme, gescheit. Support. Mann, Alter. Alter, wie viele Himmelspforten können die denn bauen? Das ist irgendwie krass, finde ich auch gerade. Ich dachte, das ist begrenzt. Ja, mein Tempel ist jetzt hinüber. Scheiße. Ja, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis ich raus bin. Ja, jetzt, ich bin jetzt gleich am Pumpen. Werde ich dann gleich ein bisschen unterstützen. Oh, jetzt kommen auch Riesen dazu. Das hilft dann auf jeden Fall auch. So, jetzt. Ich erhöhe auf jeden Fall meine Produktion. Ich kann gegen diese Feuersiphons nichts machen. Also es wäre gut, wenn du den zerstören könntest. Jo. Ich kann hier keine Mauer mehr ziehen, weil die Himmelspforte so nah ist, oh Mann. Ah doch, geht. Ah, oh, da kommt die nächste Armee raus. Alter. Scheiße. Jetzt wird's bald. Im Next Try würde ich mal die Ägypter nochmal probieren. Vielleicht bin ich mit denen besser drin. Verrat habe ich schon zweimal gemacht. Das Problem ist, Verrat ist so ein Zauber, der macht nur eine Einheit, bekehrt er bloß und nicht alle. Das ist halt das Ding. Das ist zwar ein Vieh für. Achso, okay. Waffen würden jetzt nicht. Ja, ein bisschen was bringt schon. So. Und wenn du mit dem Drachen noch diese Himmelspforte platt machen könntest, das wäre richtig gut. Jo. Auf dem Weg. Alter. Okay. Mehr Dorfbewohner, bitte. Und der hat hier ein Dorfzentrum gebaut. Der hat jetzt schon viel. Der kontrolliert 4 Dorfzentren. Na gut, jetzt geht gleich eins weg, wenn alles gut läuft. Scheiße. 4 Dorfzentren. Vor allem, wenn er jetzt einfach dich angreifen würde, das wäre so. Das wäre so. Das wäre Kill, ja. Deswegen. Ja, hier kommt die nächste Armee. Okay. Mann, geh doch mal hin, bau doch die Festung. Was ist denn dein scheiß Problem, Mann?
Hey, ehrlich. Ich würde schauen, dass ich Zeit schinde. Oh, keine Ahnung, was die dem jetzt für einen Zauber gewährt haben, aber... Der läuft auf jeden Fall gerade durch meine ganzen Nahkämpfer durch und lässt mich ein bisschen Aua machen. Das sage ich nicht. Der will bestimmt hinten rein. Der will garantiert hinten rein und ich habe da gerade keine Mauer. Shit. Der will garantiert ganz hinten rein jetzt bei mir. Oh Mann. Ja gut, dann komme ich gleich nochmal zurück und fange den ein bisschen ab. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, shit. Hat so eine Ochsenkarawane? Ah, ne, ist deine Ochsenkarawane. Der hat so eine Pflanze hier reinbeschworen, der freche Kek. Hauptsache einmal außen rum, um jetzt diese Bergfestung da anzugreifen. Die haben ja auch ein komisches Parfing. Wieder ein Tempel. Obviously gewastet, aber okay. So, Ochsen kann bitte mehr Ertrag, danke. Okay, da kommt wieder eine ganze Menge aus der Himmelspforte. Jetzt freue ich mich mal wieder einen Tempel zu besitzen. Und die wollen wieder hin. Oh nein, Mann! Utfin, kannst du bitte diesen Dude da angreifen, weil der tötet mein Dorfbewohner, der gerade die Mauer zumachen will. Irgendwie können meine Truppen nicht so richtig über diese. Ah, jetzt gehen. Nee, die kommen da nicht über die Ruinen, nicht rüber, die anderen. Hm. So ein Kite-Wettkampf hier. Wie schaut's hier aus? Alter, das ist so nervig. Diese Scheiß-Zerstörer. So, die Karawane geht bis dahin. Red gonna be in danger. Ich bin im Moment in danger. I'm in danger. Okay. Boah, jetzt hier hinten auch eine Festung hin. Ist mir ein bisschen zu heikel hier. Oh. Okay, du hast das Dorfzentrum dort zerstört. Das ist natürlich sehr gut. Soll ich es dir lassen? Nee, nimm du das. Wenn, je stärker du bist, desto besser für mich. Okay. Ich nutze das Dorfzentrum dann dort vorne und versuche das zu halten, weil der wird dann versuchen, da wahrscheinlich drauf zu gehen. Mhm. Hauptsache, der hackt da alleine mit einem Murmel auf der Mauer rum, ey. Wahnsinn. Kann ich den Türke eigentlich heilen? Ich guck mal. Ich denke mal nicht. Ich meine, er ist jetzt nicht so eine üble OP-Einheit wie die Sohn des Osiris beispielsweise. Aber gucken wir mal. Oh, jetzt habe ich sogar eine Valkyrie dabei. Einfach so voll die bunte Mischung, die ich hier kriege jedes Mal. Der hat ein Weltwunder begonnen. Weltwunder? Alter, was? Und ein Titan vorne. Jetzt chill, Alter. Ja gut, ich habe ewig viele Hersen. Ich glaube, damit könnte ich sogar... Aber ein Weltwunder könnte ein Problem sein, wenn es einen Weltwundersieg gibt hier. Das Witzige ist, ich habe halt diesen einen Gebäudeabbau-Zauber habe ich jetzt halt aufgelöst. Den habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das würde auf dem Weltwunder eh nicht funktionieren. Die Titanpforte macht mir aber gerade viel mehr Sorgen. Ja. Na gut, im Falle müssen wir den Titan irgendwie besiegen. Geht ja ganz einfach. Alter, jetzt kommt er wieder mit der nächsten Streitmacht hier.
Vor allem, es wäre so, eigentlich so ein Meme, wenn du jetzt da hingehst und sagst, am I a joke to you? Alter, ich bin so weit weg vom mythischen Zeitalter, ich schaff das nie und nimmer. Er hat schon 27% von seiner Titanpforte. Ich glaube, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich ihn. Das wäre nur Verschwendung, wenn ich jetzt hergehe, um ihn. Um ihn? Seine Titanpforte zu denyen, ich glaube, da würde ich eh. Da würde ich höchstens gewiped werden. Ich will gar nicht wissen, wie seine Base aussieht, ehrlich gesagt. Ich hab ein bisschen Angst davor, das zu erfahren. Ich kann nichts machen, ich bin so handlungsunfähig. Ich weiß nicht, vielleicht wenn wir zusammen angreifen, dann können wir seine Titanpforte vielleicht denyen. Im schlimmsten, na gut, ich meine, wird auch gerade ziemlich schnell aufgebaut. Im Fall mache ich meinen Titan direkt zum Konter entgegen. Okay. Ja, gut, okay. Aber dann müssen wir halt gucken, dass wir das Weltwunder halt irgendwie zerstört kriegen. Das stimmt. Mit Titanunterstützung soll es dann gehen. Ja. Mit Artillerieunterstützung. So, übrigens, wohl das mit dem Gold, werde ich mich mal sagen, dass das langfristig ist. Ich muss mal selbst ein bisschen. Interessant. So, ah, Welt, jetzt fertig, geil, 10 Minuten Weltwundersieg. 10 Minuten. Ja, ist ja die Frage. Wollen wir angreifen oder wollen wir auf deinen Titan warten? Und dann riskieren, dass wir zu langsam sind. Das Lustige ist, dass mein Titan sogar vor seinem wahrscheinlich fertig ist, wenn das war. Moment mal, ich tue jetzt mal meine gesamten Hersen mit darunter. Dass die da alle mal aufbauen. Stimmt, damit könnte man einen Vorteil halt haben, ne? Bei mir kann er das ganze Militär bauen, das ist das Praktische. Stimmt. Also ich käme meinen Titan wahrscheinlich sogar vorher. Er hat schon 50%. Wie hast du? Knapp 40, aber jetzt kommen die ganzen Hersen mit dran. Ich müsste den jetzt gleich einholen. Ich bin Haustmist. Meine jämmerliche Armee. Die man hier nicht mal Armee nennen kann. Das ist ein zusammengewürfelter Haufen aus irgendwelchen mythischen Einheiten und Zerstörern. Es hilft aber schon mal. Ich meine, was da natürlich hilft, wenn du deine Arkusse, deine Bogenschützen, wenn du welche machst, dann zu Helden machst, um den Titan mit anzugreifen. Ja, oh, stimmt. Mythische Einheiten. Sofort, ja. Weil meine Hersen sind halt auch Helden, machen guten Schaden, aber halt eben Nahkampf. Dann bist du, wenn du dann im Fernkampf hilfst, sollte das ganz gut hinhauen. Im Idealfall pushen wir ihn zurück und gleich, ja, wenn der Weltwundersieg nicht wäre, wenn wir nicht dieses blöde Zeitlimit jetzt quasi hätten, ey. Das Weltwundersieg ist jetzt, macht jetzt Druck, ja. Aber dafür habe ich jetzt halt auch Zerstörer. Die Zerstörer machen guten Schaden gegen Gebäude. Ich mache jetzt noch Arkusse, wie verrückt. Ja, ich glaube, das negiert sich ziemlich. Ich glaube, die Titanen werden ziemlich gleichzeitig fertig. Ich kann dir auch eine kleine Ressourcenspritze mal eben schicken. Moment mal, ich würde erstmal kurz vorher nochmal. Ja, ich habe jetzt eben mal noch schnell das Upgrade gemacht, dass ich weniger Steuern bezahle. Okay, wir müssen jetzt aber trotzdem angreifen bei Weltwunder. Das Gute ist, wir sehen jetzt halt auch seinen Titan und wir sehen auch seine Base. Genau. Der hat nur 2 Dorfzentren und du hast jetzt 4, ich habe 2. Also wir sollten eigentlich zahlenmäßig in der Überzahl sein. Mhm. Ich habe jetzt meine gesamte Kraft hier formiert und warte jetzt auf dich. Ich komme jetzt auch nicht aus, oder?
Der bleibt doch mit seinem. Der verhält sich jetzt allgemein komplett defensiv und sein Weltwunder. Der bewacht das Weltwunder. Der bewacht das jetzt, ja. Ist auch smart, muss man ihm halt echt lassen, weil der weiß, dass wir kommen müssen. Ich hab kommen gesagt, einfach so. Ja. Ah, jetzt, da ist er jetzt. Moment, mein Titan kommt auch gleich. Oh, das wird eine dicke Feldschlacht, Leute. Das wird eine dicke Feldschlacht. Eine dicke Schlacht. Okay, alle Hersen auf den Titan. Titan, geh auf die Truppen. Meine mythischen Einheiten haben wir was. Jo, Digga. Alter, jetzt geht's hier ab. Genau, dein Titan auf seinen Titan, richtig. Ich gehe mit den Zerstörern schon mal das Weltwunder angreifen. Jo. Weil die machen gegen den Titan eh nicht so viel. Da ist er. Ich schicke meinen Nidhogger auch noch da außen rum. Der macht ja auch Belagerungsschaden, dass er ein bisschen helfen kann. Boah, da kommt die nächste Armee von dem, Alter. Boah. Okay, ich greife sein Weltwunder an. Der konzentriert sich ja auf mich, das ist gut. Sein Titan ist auch schon fast down. Wir machen da übelst guten Schaden mit den Hersen und allem. Ich meine, mein Titan geht jetzt auch weiter. Der hat auch noch fast voll Lebenspunkte aufs Weltwunder mit hinten hoch. Mein Nidhogger kommt da auch gleich noch vom Eck. Das kriegen wir hin. Boots. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber 5 Minuten, das klingt viel, aber wer weiß, wie lange das dauert, das Weltwunder zu zerstören. Ich meine, das ist hat schon ganz gut Lebenspunkte verloren, seit ich meinen Nidhogger da ein bisschen drauf schießen lasse. Wenn der Titan sich nicht weigern würde, die ganze Zeit zu laufen, dann würde es auf jeden Fall hinhauen. Ja, es kriegen wir wohl den Knight. Oh ja, das geht gut runter. Das kriegt man hin in der Zeit. Übrigens, ich kann noch nicht mal Belagerungseinheiten machen, weil ich gar nicht im letzten Zeitalter bin. Ah, die Behemoths, warte mal, das sind doch Belagerungswaffen hier. Belagerungseinheiten, die Behemoths. Ha, Lama-Karawane fange ich von ihm ab. Aha. So, dann machen wir noch die Dorfzentren weg. Okay. Das sieht doch noch was aus. Ja, jetzt sieht gut aus. Das schwarze Loch-Gedöns-Ding. Die Implosion. Das Ding ist aber auch echt krass. Titan macht weiter sein Titan-Ding. Okay, aber das haben wir echt, da sind wir im Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen, würde ich sagen, also. So quasi, ja. Ich hätte das nie und nimmer verteidigen können, diesen Druck. Ja gut, dafür ist es ja ein 2 gegen 1, du hast mich quasi boomen lassen dadurch. Da ging das dann wieder. Richtig eklig wäre es, wenn das sich abwechseln würde mit den Angriffen und keiner von uns würde jemals so richtig zum Ausruhen kommen, das wäre richtig eklig. Ja, das stimmt. Habe ich jetzt wirklich drauf gepokert, dass er dich angreift und es hat funktioniert soweit. Sehr gut. Alles klar. Was machen denn diese Bäume der Hesperiden nochmal? Wilde Triaden aus. Ach so, ja, die Dinger.
Der wehrt sich hier aber trotzdem noch ziemlich erbittert. Ja, der haut hier immer noch Truppen raus ohne Ende. Zwischenzeitlich dachte ich, das ist deine Armee, die da durchflext, aber ich merke, Moment mal, es sind die ganzen Truppen von ihm, die sich da noch wehren. Das ist übelst. Durchflext. Ach hier, schwerer Fanatiker. Infanterie stark gegen alle regulären Nicht-Bogenschützen. Die sind strong. Dass man die in der Burg ausbilden muss, das ist schon wild. Ziemlich fanatisch, ey. Ja. Der Baum wäre mal interessant, was passiert wäre, wenn die KI den Druck aufrechterhält und nicht auf das Weltwunder gesetzt hätte. Ja, dann wäre das wahrscheinlich... Ja, das... Teilweise. Also wir haben es hinbekommen, das langsam zu verteidigen. Ich glaube, auch mit permanentem Druck hätten wir das halten können. Und dann hätte ich mit der Zeit die Titanenpforte gebaut. Gut, da hätte er auch trotzdem die Titanenpforte gebaut. Dann wird sich das auch ausgeglichen. Aber ich glaube mal, wir hätten das trotzdem hinbekommen. Wir waren da schon an dem Punkt, wo ich so langsam dann das Spam übernommen habe mit den ganzen Hersen. Dein Titan, willst du gar nichts mit dem machen? Ist doch so, der steht unten langweilig vor dem Baum. Alles klar. Der jetzt übrigens meiner ist. Sehr geil. Der hat irgendwo noch ein Dorfzentrum. Irgendwo muss noch hier ein Dorfzentrum sein. Wie süß diese kleinen Prometer aussehen. Ja, die sind geil, oder? Ich mag die. Da ist das Dorfzentrum. Ah, perfekt. Gut. Waldhof Krakebiege. Aber ich sag's dir, es ist, zwei schaffen wir einfach nicht. Nee, zwei nie im Leben. Also wenn, dann würde ich eher sagen, machen wir drei schwere. Ja, hätte ich auch gesagt. Wir als nächste Challenge. Gegen schwere, ja. Also zwei, selbst, ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt ewig üben und trainieren, ich glaube zwei Titanen, also wirklich mit Pram-Völkern und wochenlang trainieren, ich glaube zwei Titanen steht immer noch, zwei auf Titanen steht, glaube ich, immer noch komplett in den Sternen, weil das ist ja zu heftig. Der hätte es noch nicht aufgegeben? Gute Frage, ob da irgendwo noch... Da hinten müsste noch ein Marktplatz sein, weil ich habe da immer Lamas. Ja, genau. Genau, ja, hier, genau. Da, wie viele Lamas? Stimmt, wir geben erst auf, wenn alle Gebäude zerstört sind, geben wir erst auf. Gut. Lass mal auf ein paar Lamas eindreschen hier. Heute gibt's Lamakuchen. daher kommt das, verstehe. Deshalb schmeckt das so gut. Das ist nur für, persönlich von Titanen zerstampft. Das ist wie mit Wein. Kennst du hier, da gibt es so einen Film aus den 90ern, 80ern oder so, hier. Der. Das ist mit Gerard Depardieu, nee, nicht Depardieu, sondern Renault, Jean Renault, ich weiß nicht. Der gezähmte Widerspenstig oder so, da gibt es auch so eine Szene, wo er da in so einem riesigen Traubenfass steht und da ist alles zertritt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Statistik sagt. Ab wann wir die KI aufgeholt haben. Wirtschaft ist einfach Wahnsinn. Guck dir einfach mal die Wirtschaftsdaten an, ey. Das ist krank. Ja, das der hat einfach Zahlen, alles. Alter. Einziger Grund, warum der jetzt nicht komplett wegflext, ist, dass es eine KI ist und die KI relativ vorhersehbar agiert. Ansonsten war die halt wirklich bei fast allem übelst überlegen. Schau dir mal die Punktzahl an. Bei der Punktzahl habe ich erst ganz kurz vor Ende, wo der eigentlich schon relativ auf lebenserhaltende Maßnahmen war, quasi, habe ich dann erst einmal eingeholt. Vor allem, der hat am Ende immer noch mehr Punkte gehabt als ich, obwohl er nicht mehr da war. Das ist das Nächste. Das finde ich auch geil, Alter. Das ist super. Alter, schau dir mal Rohstoffe insgesamt an. Das ist cheated, garantiert. Der hat so viel mehr, der konnte das einfach nicht ausgeben. Der hat einfach so viel Geld gehabt, der wusste nicht, wohin damit. Also ich habe hier jetzt alle Rohstoffe habe ich jetzt in der Zeitlinie anzeigen lassen. Und da hattest du eigentlich mehr. Also ich schaue gerade bei Rohstoffe insgesamt. Gibt es auch alle Rohstoffe? Ach da, alle Rohstoffe, okay. Das ist eine gute Frage, wo der Unterschied zwischen alle Rohstoffe und Rohstoffe insgesamt ist. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Rohstoffe, die insgesamt abgebaut wurden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Abbaurate. Und das oben alle aber Rohstoffe ist wahrscheinlich, wie viel auf Bank waren. 37.000 Rohstoffe, das ist doch insane. Ja, deswegen meine ich ja, das ist ziemlich sicher ercheatet, glaube ich, von der KI. Wenn du dir anschaust, wie früh dieser Graph schon so hoch geht, ich glaube, die KI hat irgendwie, keine Ahnung, zweifachen Modifikator auf Rohstoffe oder sowas. Sonst anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Also Also vielleicht weiß es jemand im Chat so ganz sicher mit absoluter Sicherheit, dass wir das bestätigen können, aber ich denke auch, dass sie cheaten wird. sieht mir zumindest sehr stark danach aus. Krass. Das ist krass. Ach hier, nee, die wie, doppelte Rohstoffe. Ach so, die bauen doppelte Rohstoffe ab. Ja, genau. Also deswegen meine ich ja, die haben einen zweifachen Multiplikator. Das war auch Ja, meine ja. Vermutung. Ah, okay, ich verstehe. Okay, und halbe Ja, dann. Kosten. Ah, okay. Ja, das ist halt einfach etwas, Krass. das da hast du bei einem Spiel, was so ein Schneeball-Prinzip hier hat, dass du so schnell da reinböllerst und das ist dann, du bist viel zu schnell unaufhaltbar plötzlich, deswegen wird das gegen zwei nie funktionieren. Ne. Da lobe ich mir ein bisschen, Also. ich wünschte, die würden dann tatsächlich mal hergehen und da mal ein paar KIs machen, wie bei der Definitive Edition, die nicht auf Cheats zurückgreifen muss, sondern einfach nur quasi besser spielt, sagen wir es mal so. Aber gut, dann haben wir das geschafft gegen die eine Titan-KI. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Vergangenheit schon mal gemacht haben gegen einen Titan. Ich bin mir gerade unsicher. Aber Glaube, wenn das haben wir noch nicht, nicht dann gemacht. haben wir es jetzt gemacht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir noch ein, zwei Runden machen gegen drei schwere. Mal gucken, wie gut wir, wenn wir da übertrieben gut sind plötzlich, dann können wir sogar auf vier schwer hochgehen. Aber ich glaube, dann sind wir wirklich auf Maximum. Also ich würde jetzt erstmal vorschlagen, tatsächlich, dass wir erstmal nochmal ein Match gegen zwei Schwierige machen, weil beim letzten Mal hatten wir auch nur in unserer, also waren wir trainiert und haben das geschafft, gerade so. Na gut, jetzt sind wir auch ein bisschen besser trainiert. Und letztes Mal haben wir mit Ägyptern gespielt und ich bin nicht so gut. Also jetzt für die Schweren würde ich wieder auf Griechen zurückgehen, mit denen ich besser spielen kann. Also ich glaube, wir können Du das schon willst gegen drei drei machen. erstmal? Wir sollten Okay, gut. jetzt, ich glaube, auch jetzt gegen die Titanen sind wir gut genug eintrainiert. Aber gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Dein Wort in Zeus Ohren.